89. Sieg von Lewis Hamilton, Überraschung im ÖFB Cup und David Alaba entspannt auf einer Yacht. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem Krone.at Sportstudio. Lewis Hamilton ist einfach nicht zu stoppen. Nach seinem Sieg in Belgien, dem 89. seiner Karriere, fehlen ihm nur noch 2 auf die Rekordmarke von Michael Schumacher. Zudem ist es Hamiltons 4. Streich auf der Achterbahn von Spa. Eine Riesenenttäuschung gibt es hingegen erneut für Ferrari. Der 4-fache Weltmeister Sebastian Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc landen nur auf den Plätzen 13 und 14. In der Weltmeisterschaft hat Hamilton nun bereits 47 Zähler Vorsprung auf Max Verstappen. Das Wort WM-Titel will Mercedes-Teamchef Toto Wolff dennoch nicht in den Mund nehmen. Es seien noch 10 Rennen zu fahren, da gibt es keinen Grund, jetzt schon die Schäfchen zu zählen. Bereits nächste Woche geht es mit dem Klassiker in Monza weiter. Dann muss Mercedes auf den sogenannten Party-Modus verzichten, ändern wird das an der Formel-1-Hierarchie aber wohl auch nicht wahnsinnig viel. Die Wiener Großclubs haben sich in der ersten ÖFB-Cup-Runde keine Blöße gegeben. Rapid fertigt den Regionalligisten TSV St. Johann im Pongau im Allianzstadion mit 5:0 ab. Herausragender Akteur vor etwas mehr als 1000 Zusehern ist der griechische Stürmer Taxiachis Funtas, dem ein Triplepack gelingt. Geglückt ist das Comeback von Peter Stöger auf der Trainerbank der Austria. Der Bundesligist setzte sich gegen den Landesligisten SC Retz ebenfalls souverän mit 5:0 durch. Europacup-Starter TSV Hartberg landet beim Drittligisten Dornbirner SV einen 7:0 Kantersieg. Eine Überraschung gibt es dennoch, Zweitligist GAK scheitert schon in Runde 1. Die Steirer unterliegen in der Merkur Arena dem Regionalliga-Vertreter SV Seekirchen mit 0:1. Auch ohne das sonst übliche Trainingslager ist Adi Hütter überaus zufrieden mit dem bisherigen Stand der Vorbereitung. Leben muss der Frankfurt-Trainer allerdings mit der Ungewissheit, dass die Eintracht noch Leistungsträger verlassen könnten. Na, Transferzeit ist halt auch immer eine gefährliche Zeit für die Trainer, dass vielleicht Spieler abhanden kommen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Markt auch wieder so offen, dass auch wieder viele irgendwo bei guten Vereinen hinten runterfallen, wo uns vielleicht nochmal die Möglichkeit gibt, im letzten Moment zuzuschlagen. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr froh, dass ich eigentlich noch zu viele Spiele an Bord habe und ich auch jetzt aus dem Vollen schöpfen kann. Und wie gesagt, das Transferfenster ist relativ lange offen und es kann auch schon natürlich sein, dass ich noch sehr viel Bewegung reinkommt. Auch ich glaube, wir müssen immer gewappnet sein und vorbereitet sein, wenn uns ein Spieler verlässt, dass wir dann schon einen adäquaten Ersatz nicht suchen müssen, sondern schon an der Hand haben. Es muss schon so sein, dass uns ein Spieler, der zu uns kommt, der uns qualitativ auch besser macht. Ich möchte einfach, wenn jemand zu uns kommt, dass wir versuchen, Qualität zu holen und nicht Quantität. Formentera statt Pörtschach, Mittelmeer statt Wörthersee. Während seine ÖFB-Kollegen ab heute in Pörtschach schwitzen, darf David Alaba noch ausspannen. Zusammen mit seinen Bayern-Kollegen feiert der Österreicher den Triple-Gewinn. Zum Tagespreis von 12.500 Euro chartert man eine 32 Meter lange Yacht und schippert mit dieser zwischen Formentera und Ibiza hin und her. Ein Urlaub, den man sich nach den großartigen Erfolgen wohl redlich verdient hat. Die Philadelphia Flyers haben im NHL-Playoff mit einem 2:3 gegen die New York Islanders die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Die Islanders führen damit bereits 3:1 und könnten in der nächsten Partie bereits die Entscheidung herbeiführen. Michael Raffl ist bei den Flyers nicht zum Einsatz gekommen. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.